Wir haben in der Schulverpflegung in Hamburg im Groben drei Ausgabesysteme, also Systeme, über die die Kinder und Jugendlichen ihr Essen bekommen. Das ist einmal die Cafeteria-Linie, es ist das Schüsselsystem und es ist das Freeflow-Ausgabesystem, wobei es durchaus an vielen Standorten auch zu Kombinationen dieser drei Systeme kommt. Und wir schauen uns heute an zwei Standorten den Freeflow an. Seit dem Schulhalbjahr, also seit Februar, haben wir umgestellt auf Freeflow. Vom ersten Tag an war das einfach ganz großartig. Wir haben eine viel bessere Resonanz von Seiten der Kinder, natürlich auch der Eltern, die natürlich dann auch eine Rückmeldung geben zum Mittagessen. Die Kinder sind ganz begeistert. Sie probieren viel mehr aus als früher. Die ersten Tage waren natürlich davon geprägt, das gut zu organisieren. Wer geht wann essen? Wie viel Zeit brauchen die Kinder? Gerade die kleinen, die jüngeren Jahrgänge brauchen die mehr Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Wie können wir die Kinder gut begleiten mit den Mengen, die sie sich auftun? Und es war erstaunlich, wie schnell die Kinder sich daran gewöhnt haben. Und ich muss sagen, nach einer Woche, ein bis maximal zwei Wochen, haben sich die ganzen Fragen, die so waren, wie wird das leihen, das hat sich alles geklärt. Und die Kinder waren für uns gute Lehrmeister, muss ich sagen, weil die sich ganz da angepasst haben und das sehr schön einfach aufgenommen haben, sehr unbekümmert. Das finden Sie eben auch ganz toll, ne? Dass Sie vor einer so großen Auswahl stehen und das Ganze auch einfach viel attraktiver dargestellt wird. Weil ich finde es einfach gut, weil man entscheiden kann, was man nicht mag, kann man lassen. Und was man so mag, kann man auch einfach auf den Teller legen. Für mich war der Ansatz immer, dass man hier schulpädagogisches Potenzial nutzen kann, weil das Kind eine selbstbestimmte Entscheidung treffen kann. Die es ja, wenn sie irgendwas fertig vorgesetzt bekommt, nicht treffen kann. In dem Moment, wo es dann aber vor einem Freeflow-Buffet steht und selbst entscheiden kann, ist ja auch eine Wertschätzung des Kindes. Ne? Das hat jetzt die Entscheidungsgewalt, für sich selbst irgendetwas auszusuchen. Und es greift zu ganz anderen Dingen, die man vorher eigentlich gar nicht für möglich gehalten hat. Und ich finde es cool, dass sie uns das selber machen lassen. Also es gibt meistens, zum Beispiel, heute gab es zum Beispiel Auflauf und Nudeln und dann konnten wir wählen zwischen Kartoffelauflauf und Nudeln und wir haben eine Salatbar, das heißt, wir dürfen uns selber Salat nehmen. Und dass man auch sich das selber zusammenstellen kann, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, oh, im Kartoffelgratin sind Erbsen, ich mag keine Erbsen, kann ich mir einfach die Nudeln nehmen. Eine Wertschätzung des Essens oder der Nahrung, die sie da haben, findet da auch viel mehr statt, als wenn sie irgendetwas vorgesetzt bekommen. Es braucht ja nur eine Komponente auf einem Teller zu sein, die er nicht mag, dann ist der ganze Teller für ihn nicht essbar. Wir sind sehr gut begleitet worden, also auch von unserem Caterer, muss man ganz ehrlich sagen. Dort sind auch die entsprechenden Personen mit dazugekommen. Das war vorher super abgesprochen, auch mit unserem Kooperationspartner, mit der TSG Bergedorf, da gut inszeniert sozusagen auch zu gucken, gerade für die kleineren Kinder, wo man vielleicht noch ein bisschen größere Bedenken hatte, ob die das so gut hinbekommen. Die essen auch in kleineren Gruppen tatsächlich, noch früher am Tag sozusagen. Und haben auch noch mehr Ruhe und da haben wir alle auch den Blick drauf. Also auch die Kinder untereinander, die sich natürlich auch anstupsen und sich ja auch motivieren, auch mal was Neues auszuprobieren, muss man ganz ehrlich sagen. Das war die große Sorge, dass die Kinder es noch nicht können und nicht in der Lage wären, selber sich dann ihre Speisen auszusuchen, an den Platz zu bringen und so weiter. Und ja, das war den Eltern sehr unheimlich, vor allem den Eltern. Wir haben uns dann durchgesetzt und konnten auch die Eltern in unserer Arbeitsgruppe davon überzeugen. Bei den Mitarbeitenden war das ein großes Thema und auch ganz ehrlich, nicht alle waren gleich so begeistert davon. Was heißt das für uns? Unsere Rolle ändert sich, denn die Mitarbeitenden essen mit den Kindern ja mit. Und es war klar, die Rolle wird eine andere, nicht mehr so sehr diejenige, die aufgibt den Kindern, sondern die Kinder anders begleitet. Da war durchaus ein bisschen Skepsis, die sich sehr schnell gelegt hat. Und jetzt wird halt geschaut, wie können wir gut die Kinder dabei begleiten, wenn ich mit meiner Klasse essen gehe. Verbesserungsvorschläge, dass wir selbst noch mal so drauf schauen, was kann noch mal im Ablauf anders werden. Zum Beispiel die Essenszeiten mal zu tauschen, das ist da und das ist auch aktuell. Aber so eine Grundskepsis oder so nehme ich überhaupt nicht wahr. Es ist immer ein ständiger Prozess, man muss es immer wieder neu evaluieren. Also es ist nie so, dass man sagt, jetzt ist es fertig. Es sind immer Prozesse, wo man gucken muss, was passt, zu welcher Lerngruppe, welche Kinder haben wir. Wir sind eine inklusive Schwerpunktschule, das heißt, wir haben viele Kinder mit Förderbedarfen, wo man da noch mal genauer gucken muss, diese offene Situation. Wie begleiten wir die? Aber für den Großteil unserer Schülerschaft ist es einfach
eine große Möglichkeit, verantwortlich für sich selbst das Mittagessen einzunehmen. Ich glaube, das, was auch ganz eng oder ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dass diese Kooperation, wenn irgendwas nicht funktioniert, zwischen Kooperationspartnern, wir sind eine GBS-Schule, das muss man ja dazu sagen, und aber auch dem Caterer, da ist einfach eine gute Verzahnung und ein gutes Netzwerk, das da besteht. Und ich glaube, so kann Schule gut funktionieren, gerade was das Mittagessen anbelangt. Und dann ist es einfach der Punkt, wenn man dieses System einführt, dass man sich bewusst ist, gerade in der ersten Zeit eine engmaschige Begleitung des Systems zu haben. Und dann auch in kurzweiligen Abständen zu gucken, was läuft nicht. Eine gewisse Grundkontrolle muss da sein, aber im Prinzip läuft so eine Free-Flow-Ausgabe wesentlich ruhiger, entspannter ab, wie eine normale Zeilenausgabe, wo 100 Kinder hintereinander stehen und warten müssen, bis der vorne sich entschieden hat. Also auch der Ablauf an einem Free-Flow-Buffet ist wesentlich schneller wie an einer Ausgabe. Ich habe auch schon ganz häufig diesen Satz gehört, ja, das ist ja wie Hotelessen, und ganz begeistert berichten sie vom Mittagessen und sind einfach auch bereiter, auch in Kleinigkeiten mal Dinge auszuprobieren, die sie sonst vielleicht gar nicht essen würden oder gar nicht kosten würden. Und ein ganz, ganz großer Vorteil ist natürlich auch, dass wir hier nach einer gewissen Anlaufzeit wesentlich weniger Essensreste auf den Tellern haben, weil das Kind sich halt bewusst entschieden hat, was es nimmt und wie viel es nimmt. Und das ist natürlich bei vorgegebenen Portionen immer schwierig. Ich finde, das Essen schmeckt da sehr lecker und dass man sich auch da selbst bedienen kann und dass man halt da so eine Auswahl hat und dass man halt auch auf der Homepage lesen kann, was es gibt. Also wir können mit denen sitzen, denen wir wollen. Zum Beispiel, ich möchte mit Joy sitzen, kann ich einfach neben ihr sitzen. Aber wenn schon jemand anderes da sitzt, das wird dann das Problem. Man möchte ja nicht, dass jemand anderes aufsteht. Es ist von Anfang an, sind alle Klassen ins Free-Flow-System gegangen und wir wollten auch gar nicht mehr zurück. Also es kam auch nie irgendwie der Tenor, sowohl von den Erziehern als auch von den Kindern sowieso nicht. Und auch nicht von Eltern, dass sie gesagt haben, oh nee, und das ist nicht gut. Es wird eigentlich nur positiv berichtet. Und das hatten wir vorher so überhaupt nicht. Und ich empfehle jeder Schule, die im Ansatz daran denkt, andere Schulen zu hospitieren. Einfach mal vorbeizukommen, sich das anzugucken, zu schauen, wie läuft das in dem System? Wie groß ist die Schule? Wie passt das zu unserer? Genau, andere Erfahrungen mitnehmen und einen Plan für sich selbst zu machen. Ich kann einfach nur noch mal sagen, das lohnt sich. Ich bin überrascht, gerade die Kinder, die jungen Jahrgänge, wie die bewusst auch damit umgehen. Und was wir festgestellt haben, seitdem wir Free Flow haben, essen wieder mehr Kinder. Es ist eine größere Zufriedenheit da und es wird weniger weggeschmissen. Auch das. Die Kinder können das. Die Kinder können ja generell mehr, als wir ihnen immer sich zutrauen. Somit ist es wirklich, dass wir sagen, ja, es ist eine Aufgabe, es bedarf Zeit, aber der Effekt am Ende ist wirklich sehr positiv.